Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast, lieber Krebs, zu deiner Legung für dich und deinen Menschen. Ich werde mir hier in der Kartenlegung anschauen, welche Gedanken, Gefühle ihr aktuell füreinander hegt, welche Energien zwischen euch schwingen. Und ich freue mich sehr, dass ich diese Legung für euch machen darf. Die Legung ist zeitlos, gültig dann, wenn du sie findest. Und bedenke bei all dem immer, dass wir hier bei einer YouTube-Legung sind. Was nicht passt, wird bitte nicht passend gemacht. Und dann starten wir auch schon. Bitte vergiss auch nicht, mein Video zu liken, denn das ist dein Dank an mich für meine Zeit und meine kostenlose Energie, die ihr hier bekommt. Und nun lehnt euch zurück. Und seid genauso gespannt wie ich. Für die Krebsbitte. Okay, lasst uns starten. Den Teufel unter dem Deck. Links liegst du, mein lieber Krebs, rechts der Mensch, auf den du schaust. Die Legung kann sich spiegeln. Das bedeutet, dass wenn du gleich feststellst, dass du dich eher auf der rechten Seite wiederfindest und dein Mensch eher auf der linken Seite liegt, ist das völlig okay. Deine Gedanken in Bezug auf diesen Menschen und eure Situation. Ich werde den Stern gleich hier noch vertiefen. Es ist möglich, dass zwischen euch so eine gewisse Distanz gerade herrscht. Vielleicht räumlich. Vielleicht seid ihr gerade getrennt voneinander. Vielleicht aber auch auf emotionaler Ebene. Auf der Ebene dessen, dass man sich gut versteht. Wir haben den Teufel unter dem Deck. Das spricht auch sehr oft für ja, irgendwelche ungesunden Schwingungen, die in einer Verbindung herrschen. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass diese Verbindung und dieser Mensch dir sehr am Herzen liegen. Das bedeutet für dich Glück, das bedeutet für dich Wärme, das bedeutet für dich Wunscherfüllung. Vielleicht auch Erreichen von Lebenszielen, aber mit den 8 der Münzen nehme ich hier wahr, dass dir sehr bewusst ist, dass hier Arbeit investiert werden muss in diese Verbindung. Und vielleicht muss hier etwas geschehen, was anders gemacht wird, als wie in der Vergangenheit. Die 8 der Münzen ist ja so eine Karte auch der Routine. Vielleicht ist dir das bewusst, dass in der Vergangenheit immer etwas gleichgelaufen ist und dass durch diese immer wiederkehrenden Abläufe, immer wiederkehrenden gleichen Streitmuster, immer wiederkehrenden gleichen Situationen diese Distanz zwischen euch einfach entstanden ist. Und dir ist hier bewusst, dass ein anderes Vorgehen nötig ist, als dass es bislang stattgefunden hat. Die Kopfebene, Gedanken deines Menschen. Okay, vielleicht bist du mit diesem Menschen verheiratet und er macht sich Gedanken über eure Ehe.
Ansonsten werden hier mit dem Hierophanten für dein Gegenüber gerade sehr viele Lebensfragen geklärt. Also dieser Mensch macht sich Gedanken über vielleicht Werte, die er im Leben hat, Glaubenssätze, Verhaltensmuster. Und dieser Mensch macht sich auch sehr viele Gedanken über die Liebe. Über die Liebe. Und ich habe den Eindruck auch, dass hier bei euch, schaut, wir haben hier unter dem Deck die drei der Schwerter und den Gehängten. Das ist so eine Energie. Ich glaube, dass es deinem Gegenüber gerade nicht so gut geht. Herzschmerz, viele Gedanken. Und man kommt hier, ich glaube, auf Kopfebene nicht weiter. Also die Gedanken, man denkt immer wieder einen Gedanken, man denkt den aber nicht bis zum Schluss, weil irgendwo ja, findet man kein Ende oder man findet, es passt am Ende irgendwie nicht. Und das ist das, was ich hier wahrnehme. Ich nehme hier die Karten sind ruhig, aber ich nehme hier eine unruhige Energie wahr. Das ist ja auch immer noch das, ne, was beim Legen der Karten mit einfließt, die eigene Intuition, die eigene Wahrnehmung, die eigenen Vibes, die man reinbekommt vom Universum. Und ich nehme hier eine gewisse Unruhe wahr, dass dein Gegenüber hier einfach sich Gedanken macht über sich selber, über Werte, über Glaubenssätze, über die Vergangenheit, über das, was ihm wichtig ist und halt auch über Liebe, Verbindung, Partnerschaft. Vielleicht auch das Ass der Kelche ist auch sehr oft mit der Liebe zu sich selber verbunden. Wisst ihr, es kann ja hier auch sein, dass dieser Mensch in der Vergangenheit nicht selbst oder nicht gut selber für sich gesorgt hat. Und dass man das jetzt in Angriff nehmen möchte. Wir schauen mal weiter. Deine Gefühle. Ja, du liebst diesen Menschen. Dieser Mensch verkörpert für dich unglaublich viel und schon wieder der Teufel. Und unter dem Deck der Wagen. Und der König der Münzen. Und der Narr. Wisst ihr, was mir hier reinkommt? Du liebst diesen Menschen. Und ich hatte mich ja hier oben in der Deutung schon sehr auf den Teufel fokussiert, der unter dem Deck lag. Und der ist wichtig. Er kommt hier wieder. Und ich habe auf deiner Seite 4 große Arcana-Karten liegen und insgesamt 5 große Arcana-Karten hier auf dem Tisch liegen. Ich glaube, dass du diesen Menschen sehr liebst. Er ist für dich vollkommen. Er hat für dich Potenzial, ein langfristiger Partner oder eine langfristige Partnerin an deiner Seite zu sein. Aber es gibt hier irgendetwas sehr Ungesundes in eurer Beziehung. Und ich glaube, und ich komme wieder auf die 8 der Münzen zurück, ihr seid in so einer Routine, wo immer wieder der gleiche Fehler passiert. Und das hast du auch auf der Herzebene. Und mit dem Wagen und dem König der Münzen und dem Narren unter dem Deck nehme ich hier wahr, dass hier ständig irgendwas wieder neu gestartet wird zwischen euch. Also quasi man streitet sich, man versöhnt sich. Du versuchst, etwas Stabiles diesem Menschen zu bieten. Der Wagen ist aber sehr unbeständig. Und deswegen funktioniert das nicht. Das ist so eine es fällt mir sehr schwer, das, was ich reinbekomme, in Worte zu fassen. Du merkst es vielleicht. Das ist so eine Energie. Ich weiß eigentlich, was ich verändern muss. Ich weiß, was anders laufen muss. Ich mache das jetzt, ich gebe dir das, ich kann das aber nicht halten. Nach einigen Tagen oder Wochen rutscht man wieder in diesen Teufelskreis, wo man wieder routiniert das Gleiche tut. Und zack, ist man wieder in dieser Spirale. Und ich glaube, der Mensch, auf den du hier schaust, lieber Krebs, der stellt das gerade alles in Frage. Der macht sich darüber Gedanken. Oder du bist das hier, falls die Legung verdreht liegt. Das ist das, was mir hier reinkommt, ihr Lieben. Auf Herzebene deines Gegenübers. Man wünscht sich hier diesen Neuanfang, diese neue Chance. Und ich glaube, dieser Mensch wünscht sich von Herzen, dass das hier funktioniert.
Den hatten wir ja auch gerade, ne? Ja, und unter dem Deck die 2 der Schwerter, die 10 der Schwerter. Man liegt hier emotional so ein bisschen am Boden. Das ist der Eindruck, den ich hier habe. Man wünscht sich so sehr die Stabilität. Man hat Geduld, man hat auch Zeit, aber man hat bestimmte Visionen und Vorstellungen. Dieser Mensch, der ist, glaube ich, emotional erledigt momentan. Man liebt vielleicht auch die Umstände. Falls ihr verheiratet seid, liebt man auch sehr die Komfortzone. Münzen bedeutet auch Geld oder ein erfülltes Leben, ein gutes Leben. Ne? Vielleicht liebt man auch das, dass es sehr komfortabel ist. Einen Moment mal bitte. Ich glaube aber von den Emotionen her ist man erledigt, weil das, was man sucht, das, was man sich wünscht, das wird nicht erreicht. Das ist die Energie, die mir hier reinkommt, ihr Lieben. Das wird nicht auf jeden von euch zutreffen. Was raten dir die Karten in der Situation? Mir kommt hier rein, dass du die Belastungen, die du in Bezug auf diese Verbindung hast, ablegen darfst, ablegen sollst. Versuchen sollst, hier nochmal neu zu kommunizieren, zu überdenken, eine Kurskorrektur vornehmen solltest oder könntest. Aber alles in Ruhe und bringe Zeit und Geduld mit und versuche diese Stabilität. Weißt du, wir haben hier so viele Münzen. Ich glaube, es geht auch hier irgendwie um etwas, was man schon gemeinsam erschaffen hat. Diese Stabilität, die irgendwie fehlt, diese Sicherheit, die irgendwie fehlt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird von deiner Seite aus vermisst. Also du musst mehr davon geben. Dein Gegenüber vermisst das. Und dass du versuchst, hier vielleicht nochmal zu überdenken und zu schauen, was du investieren kannst. Was darfst du von deinem Gegenüber erwarten? Klarheit und Kommunikation. Worum geht es da? Um Gefühle, um Liebe, einen möglichen Zusammenbruch, überraschend. Vielleicht wird hier auch über Trennung geredet. Ich habe es gerade gesagt. Ich wollte eigentlich den Turm klären. Ich glaube, hier werden Gespräche stattfinden über euch, über Gefühle an sich generell. Vielleicht auch über die eigenen Gefühle, die Gefühle zu dir. Möglicherweise auch wirst du mit dieser Wahrheit konfrontiert, dass dieser Mensch nicht mehr kann. Das ist das, was ich wahrnehme. Man kann nicht mehr. Es ist keine Energie mehr vorhanden. Es ist keine Kraft mehr vorhanden. Was trennt euch? Ja, dass irgendwie keiner an den anderen rankommt. Ne? Es ist, glaube ich, von beiden Seiten so eine Abwehrhaltung auch einfach gegeben. Man hat sich so verbissen, man hat sich verrannt in diesem Teufelskreis. Und was verbindet euch? Eigentlich die Liebe zueinander, der Wunsch auch, es miteinander zu schaffen. Ja, aber auch irgendwie, dass man hier überfordert ist. Ne? Ich nehm hier so eine Überforderung wahr mit den 2 der Münzen. Und auch, dass jeder irgendwie verletzt ist, sich zurückzieht.
Mir fehlt hier so ein bisschen das Miteinander in der Legung. Ich glaube, hier ist viel Potenzial. Ich glaube, hier ist auch viel Liebe. Ich glaube, hier hat man sich auch was aufgebaut. Aber jeder dröselt für sich irgendwie rum und ist mit sich und seinen Verletzungen beschäftigt oder mit dem, was er nicht geben kann. Heftige Legung, mit einigen Wortfindungsstörungen. Es ist mir sehr schwer gefallen, das, was ich reinbekommen habe, zu verbalisieren. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Ich hoffe, dass der ein oder andere mit dieser Kartenlegung etwas anfangen kann, resonieren kann. Das wird sicherlich keine Legung für jedermann sein, da sie sehr speziell ist. Und ich bedanke mich bei euch für das Einschalten und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch.